Bin unfassbar gespannt auf eure unfassbar dämlichen Ideen. Willkommen zur Höhle der Möwen. Wir gucken rein, was ihr so an Ideen mitgebracht habt, an PowerPoint-Präsentationen. Für eure, ja Mann, für eure Geschäftsideen. Ihr habt reingepostet, okay. Ich hab hier ein paar Videos, Chat. Wir gehen rein. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über den Löffel mit RGB. Oh, Dicker, Mann. Dicker. Was kann man mit dem Löffel machen? Mit dem Löffel kann man vor allem löffeln. Wie kam ich auf die Idee von dem RGB-Löffel? Als erstes, wir brauchen natürlich mehr FPS in Fortnite. Hä? Zweitens, bei mir ist es immer dunkel, wenn ich esse. Ja, Bro, das ist halt tagsüber. Drittens, Koks. Ja. Warum sollte ich den Löffel kaufen? Erstens, er ist günstig. Zweitens, er hat eine bodenlose Qualität. Oh. Zweitens, wer ihn nicht kauft. Drittens ist das. Ist einfach uncool. Vom Geschäftsmodell her weiß ich jetzt nicht, ob das so stark war. Halten wir aber mal im Hinterkopf. Sorry, dass ich kein PC habe und deswegen nicht so gut und dass es so kurz ist. Fortnite Durstlöcher, der hat extra dafür einen Kanal erstellt, oder? Präsentation für Hölle der Löwen. Präsentation für die Höhle der Löwen, für euch Livestream da. Ach, Mann. Bonbons, und zwar Bonbons, die machen, dass man Backflip machen kann. Was? Bonbons, die machen, dass man einen Backflip machen kann? Vorteil, man kann einen Backflip machen, man kann flexen. Was? Hä? Zweitens. Dicker. Die Geschmacksrichtung Bonbons, womit man einen Frontflip machen kann. Oh Mann, Digga, es gibt zwei Geschmacksrichtungen. Ein Bonbon für einen Backflip und ein Bonbon für einen Frontflip, okay? Vorteil, man kann einen Frontflip machen, man kann vielleicht cool sein. Woraus? Was? Bestehen sie 99% Uranium, 0,5% Schweinefleisch. Ich würde mehr Schweinefleisch reinpacken. Die Bilder von den Bonbons werden die Bonbons hergestellt. Sie werden von einem Eichhörnchen hergestellt. Das Eichhörnchen befindet sich in Revis alten Buchzimmer. Okay. Hier nochmal ein Bild von meinen Umsätzen. Umsätze heißt es. Hoffe, die Präsentation war gut. Ab sofort bei der Meditat Veganerin erhältlich. Tschüss. Der Name sagt mir gar nichts. Okay, alles klar. Das letzte Video hat nichts, aber auch nichts mit einer Geschäftsidee zu tun. Das letzte Video heißt, kriecht der Beefy Monster unter die Betten. Heute beantworte ich die Frage, kann man das Beefy Monster besiegen? Was ist das? Besiegen wir den bösen Beefy Monster? Als erstes müssen wir uns fragen, wie wir das machen wollen, da es nicht so einfach ist, eine kleine Wurst zu besiegen. Chat, ich werde wirklich, Digga, ich werde... Kriegt der Beefy Monster unter die Betten? Gute Nacht, Mama. Was ist das? Mann! Mann! Da ist dieses, guck mal, da ist dieses verhunte Beefy Monster da. Salami-Unge. Ich habe auf Ernst kein Video, sondern eine PowerPoint. Komm in den Discord. Komm in den Discord, ich zieh dich hoch. Ich move den ersten rein, wir gehen rein in die PowerPoints. Okay, bin gespannt, erzähl's mir. Es gibt ja zum Beispiel Songpush, da bist du ja auch Partner. Genau. Und was ist, wenn es sowas einfach für marketingmäßig gibt? Wo zum Beispiel ein Influencer eingehen kann, ein kleiner TikToker. Und sich anmeldet, einen Steckbrief erstellt und dann halt im Insgesamten, zum Beispiel Rewe geht dahin und macht sich einen Account dort und sagt, er hat 10 Zuschauer, aber wir könnten ihnen einen Deal anbieten. Und ja, dann gibt es halt die Idee davon, Möglichkeiten zu bieten für Werbedeals, zum Beispiel TikTok, Twitch, YouTube, es gibt ja viele Möglichkeiten. Ja. Und man kann halt aussuchen, was am meisten passt, zum Beispiel Rewe, Lidl oder es gibt halt HyperX oder so irgendwas anderes. Und am Account muss man halt da einen Steckbrief machen, dass man insgesamt zum Beispiel jetzt ein Unternehmen aussuchen kann, wollen wir jemanden, der weiblich, männlich ist oder so. Ja. Und im Insgesamt gibt es ein System, wo man dann halt zum Beispiel macht ein Video, ein TikTok und das tut man erst in den Chat dann reinschicken oder so und zum Beispiel dann das Büro von, keine Ahnung, dem Unternehmen kontrolliert das, ob denen das passt und innerhalb von 24 Stunden können die sagen, wir wollen, dass ihr lieber einen Hut tragt oder so. An sich eine smarte Idee, aber gibt's leider schon, nennt sich Buzzbird, ist so eine Plattform, wo man sowas machen kann. Die gibt's schon seit Jahren, da kannst du dich anmelden und hast dann so ein Ding, wo du dann so sehen kannst, so mäßig, das sind meine Deals, die an meiner Reichweite quasi so berechnet werden. Und sowas gibt's auch, und es gibt auch noch 3-4 andere Plattformen, die sowas machen. Aber tendenziell, starke Idee, muss man ehrlich sagen. Digga, ist das deine Idee? Ich hab eine PowerPoint. Digga, warte, bitte. Ich hab eine PowerPoint. Oh, scheiße, Mann. Bro, dein Discord-Name ist Find Your Dealer, ist das deine Idee? Pass auf. Wir sind Find Your Dealer. Wir möchten Dealer in deiner Nähe vermitteln.
Was? Wir sind für dich, für uns und für die Kunden 100% sicher bis zum Kaufvertrag. Wir vermitteln nur. Wir verkaufen nichts, wir vermitteln nur. Die Dealer können sich anmelden und wir vermitteln die Leute zu den Dealern. Du weißt nicht, wo der nächste Dealer ist, wir helfen dir. Okay. 100% sicher für dich, als hier bei mir einzusteigen, denn du hast nichts mit irgendwelchen Drogen zu tun, du vermittelst nur zum nächsten Typen. Sehr viel Geld. Wir nehmen pro Vermittlung, also Dealer können dann währenddessen über unsere App bezahlen. Wir nehmen 22% jeder Vermittlung an. Was ich von dir will, 200.000 Cent. Mhm. Was du kriegst 4% jeder erfolgreichen Vermittlung. Direkt bar, Cash, meinetwegen. Aber ich zahle keine Steuern, also pass auf. Okay. Ja, das ist mein Angebot an dich. Ich glaube, das könnte sogar für einen staatlichen Förderungspreis nicht verkehrt sein. Ne? Finde ich auch. Also ich glaube, wenn man das dem Staat anmeldet, dann kann das gut funktionieren. Du hast jetzt eben nur gesagt, wir verkaufen ja quasi nichts, ne? Ja. So, aber man schließt ja den Kaufvertrag über unsere App quasi ab und wir kriegen ja einen Umsatz. Nein. Also, ja, nein. Man kauft, die Dealer sind rechtlich gesehen keine Dealer bei uns in der App, sondern die sind rechtlich gesehen mit Anführungszeichen, eigentlich verkaufen wir nur, wie sagen wir das, Kartoffeln oder sowas. Es ist eigentlich so eine Art eBay in Anführungszeichen. Das heißt, du möchtest einfach, dass in der App statt Marihuana zum Beispiel einfach Spinat drin steht. Ja, oder Brokkoli oder sowas. An sich vermitteln wir eigentlich nur Brokkoli oder sowas. Und was die Leute dann beim Verkaufen machen, das geht uns gar nichts an eigentlich. Ja, aber wir vermitteln ja trotzdem Kontakte für illegale Geschäfte. Das wird die Polizei ja auch relativ schnell herausfinden. Nein. Wir vermitteln nur Brokkoli. Was die Leute dann verkaufen, das ist nicht mehr unsere Sache. Okay, also da haben mir ganz viele Leute schon so einen Namen in den Chat geschrieben. Da gibt es wohl schon Konkurrenzprodukte. Ist auch jetzt halt wieder quasi illegal, ne? Nein, um die Konkurrenz mach dir keine Sorgen, darum kümmere ich mich. Genau, weil es halt das Drogenbusiness ist, das will ich nicht. Ja, aber gute Idee, lieben. Das ist schön. Kein Drogenbusiness, es geht um Brokkoli. Alles klar, gut. Hallo. Meine Idee wäre, also gar kein physisches Produkt oder sowas, ja, sondern eine Art Medienmanagement für kleine mittelständige Unternehmen. Mhm. Und den ihren ganzen Medienauftritt sozusagen betreut, weil ich weiß nicht, ob du es selber kennst, größere Unternehmen haben ihre eigenen Abteilungen, die haben eigene Mitarbeiter, die sich darum kümmern, aber ich, also an der Idee arbeite ich selber gerade. Du möchtest eine Agentur gründen? Ja. Beziehungsweise ich habe schon gegründet. Das ist gut. Arbeite auch selber schon daran. Das ist gut. Das Ding ist, dass mittelständige Unternehmen wirklich mit bis zu 100 Mitarbeitern bei mir in der Umgebung, mit den Leuten, mit denen ich bisher Kontakt habe, die haben einfach niemanden, der sich darum kümmert, weil die Priorität darauf einfach nicht legen. Genau. Die können sich diese Mitarbeiter einfach nicht leisten. Also für die lohnt es sich nicht, 5 Leute einzustellen, die sich darum kümmern, weil die halt das nicht priorisieren, die checken halt nicht, was man damit verdienen kann sozusagen. Ist halt eine Agentur, ja, ist eine gute Idee, ja. Aber ist jetzt nicht das außergewöhnliche Produkt, was mich so abholt. Aber ich finde es gut, dass du dich da selbstständig machst, ist stark. Okay, cool. Danke. Okay. Also halt, ja. Ja, nee, dann sind wir hier durch quasi, oder? Okay. Ja, was ist deine Idee? Hallo. Hört mal mit? Ja. Gut, danke, tschüss. Der Typ ist gerade einfach reingekommen und wollte sein Mikrofon testen. Der ist einfach reingekommen und hat sein Mikrofon getestet. Hallo? Ja, hallo, Revi. Hallo. Darf ich dir einen blasen? Danke dir. Schönen Tag noch. Ich wollte jungen Unternehmern eine Chance geben, Mann. Ich wollte jungen Unternehmern wirklich eine Chance geben. Und ich werde hier nur gefickt, Digga. Ich werde hier nur gefickt. Ja, guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, ich übertrage mal den Bums hier. Wie bist du so mit Fast Food? Mit Fast Food? Ja, gut. Ja, ich hätte jetzt die Idee Fast Nuggets. Du spielst ja auch viel Minecraft, deswegen kennst du es vielleicht schon aus mal schöner Farm. Haben wir hier halt schon mal einen Angestellten, der wirft ein paar Eier, kann zum Supermarkt kaufen gegen eine Wand. Zum geht dann ein Schredder, wird direkt frittiert, hast Nuggets, kann direkt verkauft werden. Okay, ja. Ist es denn so, dass wenn man hast du mal ausprobiert, wenn man ein Ei gegen die Wand wirft, ob dann auch ein Huhn spawnt? Ja, ich meine schon, oder? Er muss ein rohes Ei sein. Und wo ist jetzt der Unterschied zu KFC? Gibt's bei KFC Nuggets? Schönen Tag dir noch, ja? Danke dir. Okay, wir sehen uns. Ja, bitte. Hallo? Hallo? Ja, meine Idee ist ein Headset, was man mit einer Hand ausziehen kann. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? Ja. Hallo? Also, hi, ich bin Claudia. Ich bin schon selbstständig. Ich habe mit meiner Frau seit 7 Jahren einen Hundeausgehservice und beide Hundetrainer. Ich habe einen Traum. Und zwar, ich weiß nicht, du hast ja selber auch einen Hund und wir haben 7 eigene. Und das Problem ist einfach, in jeder Stadt, egal wo man unterwegs ist, es ist immer schwierig, seine Hunde abzuleihen etc. Und zwar würde ich gerne einen Dogpark quasi gründen, aber so im Style von Amerika. Das ist hier in Deutschland aber relativ schwierig, muss ich sagen.
da alleine so ranzugehen mit den ganzen Behörden, den Auflagen. Und dann musst du dir quasi vorstellen, wenn man den ersten Hundepark eröffnet hat, daraus ein Franchising-Unternehmen zu machen, quasi in jeder größeren Stadt. Diesen Dogpark musst du dir vorstellen, also wir reden hier schon von einem ziemlich großen Gelände, eingezäunt, natürlich auch auf eine gute Höhe, mit einer Hauptwiese und dann so einzelne Parzellen, musst du dir vorstellen, wo man auch das separat zum Beispiel anmieten kann, Agility sich mal anschauen kann oder was so das Herz beliebt. Ich meine, in Köln gibt es schon einen so einen ganz kleinen Hundepark, ich hatte mir den auch mal angeschaut, aber das ist alles so halbherzig. Also ich stelle mir das schon richtig so groß und schön vor und auch so richtig qualitativ. Ja, Hundeparks gibt es, aber ich rede da halt schon von einer ganz anderen Reichweite, also wirklich auf professionelle Art und Weise. Und dann zum Beispiel kann man ja auch noch zum Beispiel Hundetraining mit anbieten, wäre jetzt auch noch eine Idee zum Beispiel. Es wäre ein Konzept, dass man sagt, okay, monatlich buch dich ein, jederzeit kündbar. Also es gibt verschiedene Modelle, die ich da so im Kopf habe. Das wäre dann quasi ein Verein? Nein, das wäre eine Firma. Ich möchte keinen Verein gründen, nein. Okay, also schon gewinnorientiert. Natürlich, ja, sicherlich. Klar. Also ich meine, wir arbeiten seit Jahren in der Branche, wie gesagt, und ich höre immer wieder Kunden, die mich darauf ansprechen, die wissen nicht manchmal, wo sie mit ihren Hunden hingehen sollen, weil nichts großartig eingezäunt ist. Ja, also ist in Köln auch ein Ding. Ich glaube, halt das große Problem dabei ist, und das ist halt der Knackpunkt, dass innerstädtische Flächen einfach nicht da sind und einfach viel zu teuer dafür sind. Also das musst du dann halt außerhalb machen und da ist dann halt wieder die Frage, fährt man dann raus, ne? Also ich glaube, du hast halt die Stadtparks und sowas, die halt da sind so, aber ich glaube, du wirst halt niemals in der Stadt eine so große Fläche bekommen, wo du das alles hingebaut bekommst. Es sei denn, es ist halt von der Stadt gefördert und die Stadt gibt ja bekanntlicherweise einen Scheiß auf Hunde, das ist ja für die eher lästig. Das heißt, es müsste dann halt quasi außerhalb der Stadt sein. Da ist dann halt wieder die Frage, ob das für die Stadtbevölkerung interessant ist, ne? Es wäre schon, je nachdem, in welcher Stadt man ist, muss man ein bisschen schauen, ob man nicht sogar am besten zum Beispiel in so ein bisschen am Rand ins Gewerbegebiet reingeht. Da habe ich mich auch schon kundig gemacht. Die Flächen sind wirklich schweineteuer halt überall, ne? Also du musst ja wirklich überlegen, du hast ja dann von der Fläche brauchst du ja Minimum 5000 Quadratmeter, 10.000 Quadratmeter, ne? Und das findest du ja selten. Ne? Ja. Und die zu mieten, also das wird nicht möglich sein. Das heißt, du musst die kaufen. Das heißt, du musst erstmal unfassbar viel Geld darin binden. Weißt du, was ich meine? Also du bindest erstmal sehr viel in Boden so, ne? Sinnvolle Idee auf jeden Fall. Ich glaube aber halt, dass wir das Problem in Deutschland haben, das ist in den USA halt der Unterschied. In den USA hast du halt viel mehr Fläche einfach. Du hast halt unglaublich viel Platz dafür. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland ist es halt so schwierig. Also ich komme ja auch aus der Immobilienbranche. Das ist halt das Ding. Und selbst wenn du halt Freifläche mieten kannst, dann ist immer die Frage, ob derjenige überhaupt erlaubt, dass da Hunde sind, und dann ist immer die Frage, was für eine Freifläche ist es? Ist das Altlasten? War da mal eine Tankstelle und so weiter und so fort? Ist, glaube ich, schwierig. Nee, finde ich aber von der Idee her, ehrlich gesagt, cool. Also ich weiß nicht, ob man das umsetzen kann, aber vom Ding her eine gute Idee. Finde ich cool. Bitteschön. Hi, Baby. Hallo. Ich mache mal meine Kamera an. Vorführeffekt, Alter. Mhm. Ja gut, pass auf, das, was du eigentlich sehen würdest, ist mein Arbeitsplatz in meinem Schlafzimmer. Mhm. Also Menschen werfen viel Elektrozeug weg, das landet dann auf dem Wertstoffhof. Ja. Und die Sachen sind eigentlich noch gut, aber sie landen dann auf dem Schrott und werden dann halt nur noch recycelt, sag ich mal. Ich habe mir darauf was aufgebaut, nämlich ein Ersatzteilgeschäft. Das heißt, ich nehme Laptops auseinander, packe die bei eBay rein als Einzelteile und mache halt ein Vielfaches von dem, was ich dafür so bezahlt hätte. Mhm. Und die guten Laptops, die ich wieder reparieren kann, die verkaufe ich über meinen Online-Shop weiter. Okay, smart. Zusätzlich mache ich noch An- und Verkauf. Also ich kaufe auch schon mal PS5 an oder sowas und verkaufe die weiter. Ich habe mir aber meinen Überschuss investiert in eine Werkstatt. Das heißt, ich mache das mittlerweile so ein Stück weit wie Lewis Rossman und so. Das heißt, ich kann also auch Bauteile auf Platinen tauschen. Oh, krass, okay. Und ich bin da halt momentan so noch ein bisschen Skills am Sammeln, aber ich wollte mich auch selbstständig machen in dem Bereich, habe aber keine Zusage von der Bank bekommen und mache jetzt erstmal eine Umschulung zum Fachinformatiker. Mhm. Aber ich will das Geschäft unbedingt aufbauen. Das Problem ist, du musst an die Erstbehandlungsanlagen ran. Erstbehandlungsanlage heißt, die werden im Wertstoffhof gesammelt, die Sachen, und dann gehen die weiter zur Erstbehandlungsanlage und da haben die Kommunen die Hand drauf. Das heißt, du kommst da als Außenstehender nicht dran. Du musst mit denen so Verträge schließen, dass die die Geräte halt wieder gut schreiben und dir verkaufen dürfen. Ja. Und dann hast du quasi endlos Ware da und musst die halt verarbeiten. Dafür brauchst du halt Lagerfläche, dafür brauchst du ein, zwei Mitarbeiter. Und ja, so läuft das Geschäft dann auch in der Regel. Crazy coole Idee auf jeden Fall, wirklich. Das klingt actually sinnvoll. Das klingt wirklich sinnvoll. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin schon ganz lange im Business dabei, aber das, so wie ich es mir jetzt aufgebaut habe, mache ich das jetzt seit anderthalb Jahren. Ist ja auch eigentlich voll das gute Geschäft, weil du ja tatsächlich aus den sonstigen Sachen, die wegrecycelt werden, ja irgendwie einen Mehrwert auch schaffst. Also das ist schon echt smart. Ja, ich vermeide halt Müll und ich tue wirklich was Gutes, und diese Geräte, das sind alles, wenn ich die fertig mache, da ist eine SSD drin, die haben mindestens 8 GB RAM, die haben einen i5-Prozessor, zwar ältere Generation, aber für das, was eine Hausfrau damit macht oder zum Surfen, zum Arbeiten, das reicht aus, die sind günstig, das können sich eben auch Leute leisten. Wie viele Arbeitsstunden hast du da so? Also, und kann das jeder
erlernen oder das ist ja schon sehr spezifisch, also musst du ja schon Skills mitbringen, so Mitarbeiterkosten und so weiter und so fort. Also auseinanderbauen, also Laptops zerlegen, sodass nichts kaputt geht, das ist relativ schnell gezeigt. Mhm. Fehler finden, sag ich mal, oder Bauteile tauschen, wenn jetzt ein Laptop eine Macke hat und du musst jetzt quasi irgendwie ein Teil tauschen, irgendwie eine Blende oder sowas. Das erfordert schon so ein bisschen. Für diese andere Geschichte, wo du halt Platinen durchmessen musst und sowas, da brauchst du schon eine Fachkraft, jemanden, der das irgendwie gelernt hat. Das ist dann schon ein bisschen teurer. Ansonsten ist das aber hauptsächlich Helferjobs. Ich sag mal, das ist so ein Stück weit auch Logistik. Ich glaube, ich habe sowas auch mal gemacht. Ich habe sowas mal im Nebenberuf mal so ein bisschen gemacht, so Reides und sowas auseinandergebaut. Ja. So als Schüler. Das ist wirklich smart. Also das ist halt ein Geschäftsmodell, das funktioniert so. Das ist geil, finde ich cool. Zieh das weiter durch, finde ich nice. Danke dir, schönen Abend noch. Danke dir, mach's gut, ciao, ciao. Ja, Chat, das war absolut traumhaft. Der größte Teil war natürlich Quatsch, klar, aber es hat Spaß gemacht. War gut Format auf jeden Fall. Also das war gut. Mach zum nächsten Mal gerne Präsentation ready. Würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir die nächsten Mal alle durch. Und ich würde wirklich jetzt, Chat, wenn das ehrlich eine geile Idee ist, maybe investiere ich da. You never know, Chat. Vielleicht kann man da irgendwann mal reingehen.